Alright. Was denn her? Fußball. Ah, it's you. The man with the guardian spirit. If I die, the secret of the stones dies with me. Let me show you what these stones can do. Behold. It's time for your execution. Er ist angepisst. Derek ist böse. Oh, schade, oh, schade, oh, schade. Ich nochmal Angriff. Komm her, noch mal. Komm mal. Fuck off! Yay. Ooh, well done. Quite a feat. Yay! Den ersten Bossgegner haben wir geschafft! Und jetzt geht's zu unserem eigentlichen, naja, zu unserem eigentlichen Hub World, beziehungsweise zu unserem eigentlichen Kampfgeschehen. Dort, wo es wirklich losgeht. The journey was not an enjoyable. During 2 years' voyage, the Hellof was lost. The Trow sank, while the Hope vanished without a trace. The good news of the Blider Boatshap was nothing but lies. Only Leifda remained. An ironic twist. For what awaited us in the Far East wasn't love. It was
monsters and death. Man muss sagen, es war ein angenehmer Intro. Er war nicht so schwer, er erklärte genau, was du brauchst. Und jetzt können wir eigentlich praktisch gesehen mal unsere Alignments bzw. unsere Klasse aussuchen. Mit dem Speer, muss ich sagen, habe ich meinen kompletten Run nur mit Speer alleine auf der PlayStation 4 erledigt. Hard Skill, Body, Stamina, Dexterity, Strength. Gut, so Tasche haben. Er geht Zeit in Simpango und hat es geschafft. In der Company, an Samurai. Hier beschreibt im Detail die Establishment, weiß ich nicht, welches Establishment auch im Deutschen sagen. Panko, das Dojo genannt wurde, wo Leute, auch Samurai, zusammenkommen für die Unterweisung im Material, das ist dem Material Art Styles, könnte man das auch übersetzen. The counts of fears though I'm here in flesh, but it's warriors as they train, yeah. Welche andere Waffe würde ich nehmen? Bonfa? Nein. Nehmen wir Tonfa, das haben wir einen großen Unterschied. Ein großes Schwert und das extrem nah ist, was sehr schnell ist. Nehmen wir an. Das ist ein Knowledge from the Material Arts. First, they know which fighting stance to use in each situation, high, mid or low. Second, after each strike, they ready themselves for this next strike by focusing their key or in energy. But once the keys are ready, the samurai can use purification techniques to read the surroundings of high level ends. I know not how to explain it, but I feel as though I have some innate ability to grasp all these concepts and have experimented many times with each technique. Yeah. Wenn du das nicht können würdest, wärst du jetzt gleich ziemlich tot. 8 Millionen Götter und andere Gottheiten, bla bla bla. I arrived, imagine, the cosmic gaze to the shore. Before, and a Gefühl for mystical power. See what that is over me wachen. The energy in me can sauerse. Erinnert. Ich in Guardian Spirit can roll so. 1 von 3. Feuer, Wasser, Wind. Passive abilities, influence abilities to those against enemies. Deckbot, nein, ich möchte, dass ich weiß, wo die Gegner sind. Ja, das ist perfekt. Klar, warum nicht? Haben wir noch ein Tutorial noch hinterher. Und dann kann ich die erste Folge abschließen. Kann man noch zuschauen, wie ich mich gerade im Tutorial zum Vollhorst mache. Trainingsplatz für Samurai. Es erfüllt von Blut, Schweiß und Tränen. Und sind Bankkrieger, die hier in diesem Manual Taking verfeinerten. Okay. Waffen bitte. Sword. Ich kriege jetzt nur eine normale Waffe gerade.
Ja. War zu tun. Halten für die Leute. Eine Seele in England würde Gnade walten lassen für die, die im Tower von London eingesperrt wurden. Nicht eingesperrt wurden. Please. Quick Attack, Strong Attack. Hola. Excellent, Doro. It's the lock on. Okay. Ah, that's true. Das hört sich an, als würde ich ihn so in seinem... Komm. Oh ja. Smack, smack, smack. Jetzt slapped. Komm jetzt. Was, hätten wir uns nicht mal hauen lassen müssen? Nein, nein, nein. Was kommt jetzt? Astens. Ja. Viel Schaden. Low Stance, Middle Stance. Wo ist das Ding da hinten? Sein Wasser. Da drüben. Was sagst du? Ausgewogene Geschwindigkeit und ausgewogene Stärke. Unten ist schnell, hat auf etwas Schwäche und ganz oben ist stark. Und jetzt gibt's noch zu sagen. Die Purification Techniques. New Caravan Keyports und Stellungen. Nicht aus dem Kontext nehmen. Haben wir das Tutorial hoffentlich bald. Okay. Match Locket. Komm, Kopf hoch. Ah, Kopf hoch. Kopfschuss. Ah, ich möchte den Bogen erstmal Kopf abschließen. Nein, das ist wieder hinten.
sagst du jetzt? Wie viele Tutorials gibt's bitte? Ah, so Living Weapon auch wahrscheinlich das letzte. Okay. Ja. Juhu, alles fertig. Ja. Dann darf ich jetzt gehen. Endlich! Ja, ich möchte es fertig machen endlich. Halleluja. Mein Herrgott nochmal. Ja. Ja, das ist okay. Ich möchte es so haben. Ja, die Seitenboote sind fertig, dass wir ja zu Land gehen können. Was ich über dieses Land gelesen habe, es hätte mich nicht wirklich dafür vorbereiten können, was vor mir lag. Ich bin mal hingelegt und ja. Kleine Insel, die gerade etwas weg von der Küste von Osuki in Kyushu Bungo Provinz ist. Kyushu Bungo Provinz. Das ist sehr wenig nutzbares Land. Da die Küste sehr schnell Klippen und Bergen weicht. An die Abhänge oder an die Kanten sind, nerven sich die kleinsten Fischerdörfer und so weiter. Ja, unser Schiff, das voller Marsch ist. Und ich schaue auch nicht gerade besser aus. April 1600, Usuki. Ja, Skillpoints obtained. Wurscht! Ich möchte was anderes. Ich möchte die Käse benutzen. Das Schiff, perfekt. Schauen wir uns mal kurz das Moveset noch an. Hoch haben wir. Beten wir für dich, kleiner Mann. So. Lebensresistenz zu Gift und Paralyse. Kanonen, Extra und Odashi, Dorschwerter, Tontfall. Flusswaffen, Sergama, Omnium Magic eigentlich. Fünf Hoch, Samurai Skillpoint, Roten Weißen. Machen wir einfach so, dann mache ich das. Jetzt noch Verteilung, deine Skills, Dashi,
jetzt gerne. Bitte gerne. Ja, das kurz mal. Ach so, sowas. Und sonst noch hier. Das ist der Cross bei Next Attack. Mit Strong Attack. Auch impressive strike. Und von hinten aus nicht interessiert, aber bei anderen sehen wir hier Sachen. Yield ist nämlich so verdammt gut. Lifesteal, Devigoration, ordentliche Attack Speed, das kann man sogar auf Bossen verwenden. Das Defense Power auch. Das, vor allem das da. Reduziert die Movement Speed eines Gegners sehr stark. Dass man das auch auf Bossen verwenden kann, ist ja das Legendäre. Feuer. Feuer. Feuerstop. Plus 6 Resistance. Feuer. Wasser. Kann man so viel Scheiß machen mit dem ganzen Käse. Ist so genial. Gegen Jokerelm hat man höhere Resistenz, größere Range, Heavy Key Damage, da eine Oasis, dass man Leben regeneriert, das heißt nur für dich alleine machen, das ist praktisch gesehen, untoter Knochensplitter, erhöhte Defense. Das ist praktisch gesehen Protection Shield. Ein Schild, den du kriegst. Raten von Jokern 5%. Das möchte ich auf alle Fälle, dass ich mehr am Rete krieg. Jetzt kriegst du 5% mehr. Oder das. Die Linie ist auch sehr gut. Aber dann noch Rare Items. Oh, Gold, das wir kriegen. Drei Sekunden. Hier. Ja, vor allem, das sind alles so extrem stark, die Sachen. Ja, aber auf alle Fälle mal danke fürs Zusehen und wir beten, dass wir nächstes Mal nicht wieder grausam drauf gehen. Also, danke fürs Zusehen und ciao!